Ende Mai wurde nahe dem Gasthof Waldfriede in Niedergeil im Lesachtal erstmalig ein Wolf in freier Wildbahn gesichtet. Für den Jäger, Land- und Gastwirt Anton Obernosterer war diese Begegnung jedoch alles andere als überraschend. Ich war eigentlich schon ein bisschen vorbereitet, dass die Situation kommt, weil ich selbst Schafhauer bin. Ich habe schon immer damit gerechnet, aber ich war überrascht zur Tageszeit. Das war am 9. Vormittag, wo wirklich am Hof sehr viele Leute in Bewegung war, dass er sich da blicken lässt und aus seiner Deckung vom Wald rausgetrat. Dass der Wald vorerst besser nicht betreten werden sollte, zeigte auch Labrador-Mischling Amigo mit seinem untypischen Verhalten deutlich an. Wir sind am Dienstagabend angekommen, also am Nachmittag. Normalerweise gehen wir dann immer spazieren, damit der Hund einfach die lange Autofahrt verdaut. Hat auch super funktioniert. Wir sind unseren normalen Weg gegangen. Wir gehen dann immer zu Andrea hoch, ungefähr so eine halbe Stunde bergauf. Ich laufe mit dem Hund auch sehr viel querfeldein und es war alles in Ordnung. Am Mittwoch war auch noch alles in Ordnung und ab Donnerstag hat er mich nicht mehr in den Wald gelassen. Ich musste also auf der Teerstraße laufen, ich durfte keinen Meter mehr nebenaus. Für mich so das Gefühl, es ist irgendwas, stimmt was nimmer. Habe es erst einmal nicht so ernst genommen. Wir sind halt dann nicht mehr in den Wald gegangen, weil mich der Amigo auch nicht mehr hineingelassen hätte. Er hat mir so gestellt vor mich hin, kein Meter mehr nein, kein Meter zurück, nur noch auf der Teerstraße und schaut nur noch in den Wald. Und dann haben wir den Wolf gesehen. Ich weiß, dass er jetzt kein so ein verzogener Hund ist, er ist kein Schoßhund, er ist keine besondere Züchtung oder irgendwas, sondern er hat seinen natürlichen Hundetrieb noch. Das war das, warum ich genau ihn wollte, weil ich mich schon auf ihn verlassen kann. Und das hat er mir jetzt heute wieder ganz deutlich gezeigt. Er lässt mich nicht mehr darauf. Er blockt es komplett ab. Und das ist völlig ungewöhnlich. Ist auch nicht der Amigo. Er beschützt mich. Ich selbst, ich bin Gastwirt, ich bin Landwirt, Schafbauer und ich bin Jäger. Ich bin eigentlich in allen drei Bereichen betroffen, gell? Ich habe auch viel Kontakt mit Jägern, die Wildkameras aufgestellt haben zum Beispiel. Und die haben immer wieder Fotos drauf, auch nur mit mehreren Stück auf einem Foto. Und das ist über ganz Kärnten und überall verstreut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur 3, 4, 5 Stück sind. Ich habe meine Schafe in den Stall sperren müssen, Tag und Nacht. Ich traue sie mir nicht rauslassen. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Es tut weh, weil wir da wirklich die Verbindung zu den Tieren haben. Weil wir sind alles kleine Bauern. Wir haben vielleicht 10, 15, 20 Schafe und wir sind mit denen verbunden. Und wenn man die Bilder sieht, so wie jetzt am Beintnerhof, wo die gerissenen und zerfetzten Schafe, wo die Lämmer dabei stehen, das tut einem weh. Ich weiß auch nicht, soll man weiter tun, soll man aufhören, soll man die Landwirtschaft aufgeben? Mir hat der Nachbar angerufen, aber noch nicht einmal zum Georg gesagt. Georg, der Martin hat angerufen, wahrscheinlich war der Wolf bei uns, er hat da Schaf liegen gesehen. Ja, und dann sind wir einfach einmal schauen gegangen, was jetzt wirklich Sache ist. Und dann haben wir gesehen, eben, dass 4 Mutterschafe oben liegen und die Lämmer zum Teil noch dabei sind. Ja, also das ist eine Art Form von Machtlosigkeit, weil einfach, dass es einfach sein darf, dass man praktisch das Tierwohl, wir diskutieren in unserer Gesellschaft über das Tierwohl, und dann passiert sowas, wo Tiere leiden, bis sie tot sind, wo die Lämmer dann keine Mutter mehr haben. Das sind alles Probleme, die wir einfach nicht verstehen können, dass in der heutigen Gesellschaft sowas zugelassen wird. Die Lämmer, die sind ja jetzt die Mutter gewohnt und haben immer bei der Mutter gesaugt. Und jetzt müssen wir ihnen erst das Flaschel schmackhaft machen sozusagen. Und das ist natürlich ein großer Zeitaufwand zusätzlich, den wir da jetzt haben. Unter den Umständen können wir einfach nicht die Schafe halten. Wir können sie ja nicht den ganzen Sommer am Hof lassen. Und normalerweise kehrt das Brillenschaf im Sommer auf die Alpen, auch wegen der Temperatur und so weiter. Und wir sehen, wie sich das entwickelt mit dem Thema Wolf. Der Vorschlag war einmal, dass man einfach wirklich mit Hirten für alle Schafe zusammen in einem Tal zusammengeben, einfach mit 2 Hirten und Hunden betreuen und von einer Alm zur anderen Alm ziehen. Das wäre einmal eine vorübergehende Lösung. Und wir müssen wolfsfreie Zonen schaffen. Das bedeutet, Alm und Siedlungsgebiet muss wolfsfrei werden. Ideen, um die Schafe besser zu schützen, sind zwar vorhanden, bis diese jedoch endgültig umgesetzt werden können, bleibt das mulmige Gefühl bestehen.